Servus, hallo und willkommen zurück zu Metroid Zero Mission Part 4. Im letzten Part waren wir in den Chozo-Ruinen unterwegs und wenn wir jetzt einen Blick auf die Karte werfen, sehen wir rechts was blinken, da ist ein neues Item. Wir haben ja neue Fertigkeiten spendiert bekommen, den Klammeräffchen-Griff, wie ich ihn gerne nennen möchte. Und schauen doch einfach mal, ob der uns hier nicht endlich mal weiterhilft. Ich habe übrigens auch mal kurz bei einem Let's Play-Kollegen geguckt, wie es aussieht mit dem Riesenwurm, ob man den denn schon besiegen kann. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ja, man kann ihn besiegen. Also ich habe mich da wohl ein bisschen zu doof angestellt. Und die gute Nachricht ist, er gibt ein richtig, richtig geiles Item. So. Wir könnten jetzt entweder hier weiter. Ich glaube, da werden wir auch tatsächlich hin müssen. Wir schauen uns aber trotzdem nochmal kurz oben um, denn da ist ein Missile-Behälter. Warum ist da ein Missile-Behälter? Wer positioniert das überhaupt? Ja klar, die Game-Designer, aber weißt du, was haben die sich dabei gedacht? Da gibt's nichts. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, ich muss doch. Wenn ich vielleicht hier einen Walljump mache. Nee, aber die Fläche ist nicht groß genug. Ich schaff's leider nicht. Ihr wisst ja, ich bin King of the Wall Jump. Wenn ich das nicht hinkriege, dann kriegt das keiner hin. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Fähigkeit, Freunde. Die können wir hier aber auf jeden Fall noch gar nicht einsetzen. So. Es scheint, ich würde trotzdem... Habe ich das? Ja, habe ich. Okay. Es ist exakt 5 Sekunden her. Und ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Blitz-Alzheimer nennt man das. Nee, ist okay. Ich bin gerade ein bisschen verstrahlt. Verzeiht mir das. Ich werde euch trotzdem heil durch dieses Abenteuer hier führen. Ich würde mich gern erstmal noch weiter oben umsehen, bevor ich jetzt in diese Schleuse gehe, weil ich ziemlich sicher bin, genau, dass die Schleuse in der richtigen Position steht, dass es da weitergeht. Da ist noch eine. Und ich revidiere meine Aussage, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Falls ihr euch fragt, warum ich das... Genau. Warum ich das mit den Bomben mache? Deswegen. Weil man entdeckt hin und wieder mal etwas. Da müsste es auch normalerweise noch ein besseres Item geben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das schon in diesem Spiel gibt. Also auf dem Super Nintendo auf jeden Fall. Das sind ja eigentlich so Platten, wenn ich da runterfalle, dann... Nee, komm, ich gehe erstmal oben rum. Wenn ich da drauf trete, dann falle ich da runter. Das ist auf jeden Fall zu heiß für uns. Wir haben es gesehen. Nicht nur, dass der Raum hier orange ist, sondern unsere Lebensanzeige ist langsam rückwärts gewandert. Wollen wir nicht, macht Aua. Vielleicht kriege ich ja jetzt einen neuen Suit. So. Nein. Uhohoho. Das war natürlich alles geplant, Freunde. Ach du Heiliger. Ist ganz schön knapp. Geht's da oben weiter? Nee, ich glaube nicht. So. Kenner wissen natürlich schon, was sich in dieser Kugel hier verbirgt. Es ist eine grüne Tür. Um die grüne Tür öffnen zu können, brauchen wir natürlich den Eisbeam. Na, was? Warum Eisbeam? Dieser Beam fixiert Gegner durch Einfrieren. Auf eingefrorenen Gegnern kannst du stehen. Vielen Dank, aber das... Ach, siehste mal. So. So sieht der Eisbeam aus. Was wir auch machen können, passt mal auf. Wir können nämlich Sachen... Geht das hier schon? An- und ausmachen. Nee, ich glaube, das geht hier nicht. Okay, gut. Ist auch wurscht. Also ich dachte eigentlich, dass wir jetzt die Super-Missiles bekommen. Scheibenkleister! Dann gibt's das eben hier nicht. Wir füllen unseren Vorrat auf. Ich weiß auf jeden Fall schon, wo ich den Eisbeam verwenden möchte. Aber ich habe natürlich wie immer keine Ahnung, wo das ist. So. Backtracking vom Feinsten, Freunde.
Ich möchte aber sowieso den Riesenwurm wiedersehen. Mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Denn das Item, das er hat, das ist schon mega wichtig. Will ich haben. Wahrscheinlich geht's hier nach links wieder zurück. Und wir müssen uns jetzt hier so eine Treppe bilden. Wir missbrauchen einfach mal diese Tierchen. So, was ist das? Ja, vielen Dank. Erschreck mich halt, du Viech. So. Wieder ein Chozo. Vielleicht hat er für uns neue Daten. Sieht ganz danach aus. Wir müssen nach Norfair und... Uiuiui. Das wird nicht nur ein weiter Weg, ich glaube, das wird auch mächtig spannend, wenn wir dann auf das Viech treffen. Es geht um Cryte. Wer den nicht kennt, wir werden es früh genug erleben. So, dann baller ich... Nein, nein, nein! Heiß, 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 heiß. Die bleiben aber auch nicht ewig so eingefroren, deswegen... Ja, sehr, sehr intelligent. Wirklich. Mega intelligent. Nein! Oh Gott, jetzt gehe ich hier drauf, weil ich einfach zu doof zum Zielen bin. Na komm schon. Ja, toll. Super. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Was ist das jetzt hier? Irgendwie rechts oben was machen? Hallo? Was ist das? Also gerade ist echt Bahnhof angesagt. Da ist auch irgendeine Anzeige. Ah, siehst du? Da war doch das, wo man runterfallen konnte. So, aber ich versuche da jetzt erstmal nicht drauf einzugehen. Also wenn wir wollen, können wir hier wieder zurück. Aber hier ist ein Kreis. Und ein Kreis steht normalerweise für irgendein Zeugs, was ich einsammeln kann. Aber was ist das für Zeugs? Und vor allem, wo ist dieses Zeugs? So. Hier unten? Nee, es muss irgendwo hier sein. Freunde, tut mir leid, aber das irritiert mich gerade mega mäßig. Nee, da oben ist auch nichts. Hm, egal. Lassen wir das einfach mal. Wenn wir da jetzt runterfallen, das bringt uns erstmal nichts. Wir wollen zurück nach Brinstar. Was ist hier unten? Auch nichts. Nö. Absolut gar nichts. Ach, ihr geht mir so auf den Keks, das glaubst du gar nicht. Ich glaube, jetzt habe ich den unter der Lava eingefroren. Natürlich mega realistisch. Komm ich da... Oh Gott. Komm ich da wieder zurück? Ja, das geht. Muss. Komm, spring raus. Ich weiß, dass du da bist. Mein Gott. Energie. Energie ist wichtig. Energie ist cool. Wollen wir haben. Dankeschön. Und genau das sind die Tricks, die uns durch dieses Abenteuer hier führen werden. Deswegen war ich mir auch sicher, dass ich nicht draufgehen werde. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Nein, eine Speicherstation. Oh Mann, jetzt muss ich voll umständlich laufen. Ich dachte, hier geht's links weiter. Ich bahne mir einfach einen Weg durch die Wand hier. Ja, so viel zum Thema. Schade. Müssen wir eben tatsächlich die Beine in die Hand nehmen. Mich würde es nicht wundern, wenn es da unten noch irgendwie was gibt. Und dass ich da mit einem anderen Suit mir das angucken kann. So, das kann ich mir noch nicht holen. Alles klar, also. Brinstar. Moment, Moment, wir kommen doch da gar nicht mehr zurück. What the fuck? Wir haben einen Eisbeam und kommen nicht mehr zurück. Interesting. Bullshit. Ich weiß, wo es lang geht. Komm, komm, komm. Meets, meets, meets. Wenn wir hier ganz nach rechts laufen.
Dann... Oh, nicht schon wieder, du. Da, ey, sag mal, was ist denn jetzt los? Na, komm. Dann sind das auch diese Platten, die zusammenbrechen. Und genau da müssen wir hin. So, kann ich da eigentlich... Ja, das geht wunderbar. Da brauche ich euch, Freunde, nicht dazu. Schwebt einfach mal weiter. So, als wenn nichts gewesen wäre. Lasst euch nicht stören. So. Hier rechts entlang. Was das Viech irgendwie, was das bringen soll, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. So, jetzt müsste ich hier komplett runter können. Machen, tun. Ich werde aber noch ein paar Viecher abknallen müssen. Viecher bedeuten Leben. Mehr oder weniger. Geht das irgendwie... Das geht auch kaputt. Warum geht das kaputt? Warte mal, kann ich den eigentlich nicht für meine Zwecke missbrauchen? Doch. Das geht. Pass mal auf. Wir machen das nämlich so. Ups. Ja, komm, ich kann mich doch eher an der Kante festhalten. So holt man sich den Missile-Container. Schön. Einfach ein bisschen experimentierfreudiger sein mit der Spielewelt. Und alles ist gut. Was spuckt er gerade? Ah, du bist das. Kann ich das auch kaputt machen? Nö. Oh oh. Kann ich da... Ich versuche hier einfach irgendwelche Schnellmethodiken anzuwenden, dass wir da so wenig Laufweg wie möglich haben. Klappt aber nicht, wie ich es mir vorstelle. Ich werde leider speichern müssen, damit sich die Energie auflädt. Kann ich hier spulen? Ja, kann ich machen. Aber meine Energie lädt sich nicht auf. Warum lädt sich meine Energie nicht auf? Tolle Karte. Gut. Also, nochmal hier kurz gucken, ob hier... Nee, ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. So kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Denn mit dem Walljump klappt das nicht ganz. Sobald uns ein Gegner berührt... Fallen wir in Schreckstarre. Dann war's das. Da sind wir also wieder. Was mich jetzt interessieren hätte, wo ist dieser Riesenwurm? Der muss unbedingt auftauchen. Noch in dieser Episode. Ich will ihn nämlich tot sehen. Und dann hänge ich mir ausgestopft an ein Brett zu Hause hin. In mein Jagdzimmer. So, das war aber der Raum. Ziemlich sicher sogar. Ach komm jetzt. Mach keinen Käse. Nee, hier ist er nicht. Oh Mensch, ich hoffe, der kommt wieder. Wenn nicht, habe ich ein dickes Problem. Ich weiß gar nicht, wo war denn... zweite Mal, dass man auf den trifft. Zumindest hier sind wir schon mal absolut richtig. Wir müssen da ganz nach oben. Da befindet sich irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Und auch da rechts können wir uns noch ein bisschen umgucken. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da runterkommen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht irgendwie durch... Boah, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, welches Item uns jetzt helfen könnte. Werden wir hoffentlich noch erfahren. Also was mir schon mal aufgefallen ist, dass ich auf jeden Fall ziemlich viel geheimes Zeugs finde. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mein Forscherdrang hilft mir hier natürlich weiter. Na komm. So, links oben. Was ist da links oben? Ah. Es ist ein Missile-Container. Vielen Dank dafür. Hier kann ich runter. Warum soll ich da runter? Aha. Jetzt bin ich hier. Okay, da links. Ich wollte aber nach rechts. Ich will da doch gar nicht hin.
Ich will das erstmal rechts erkunden. Ihr seid ja Helden. Mein Gott. Ich glaube, umso mehr ich rumlatsche hier, desto mehr steigt einfach die Chance, dass ich auf meinen alten Kollegen Wurmi treffe. Hier rechts. Nee, eigentlich oben entlang macht, glaube ich, mehr Sinn. Weil es sind ja mehrere Räume. Ich glaube, ich werde einmal rechts hoch... Warte mal. Das müssen wir jetzt intelligent lösen. Wenn er jetzt hier rechts hoch will. So. Mhm. Ja. Zuerst oben rum, dann rechts. Einfach, weil ich so das Gefühl habe, dass ich das in diesem Part gar nicht schaffen werde. Hm. Ja, komm, das nehmen wir noch mit. Kann ja nicht schaden. So, rechts. Das war das Ding mit der Forschungsstation. Was ich nicht ganz verstehe, warum lassen die Gegner Energie fallen oder beziehungsweise auch Missiles, wenn ich die doch gar nicht brauche? Also ein bisschen strange doch. So. Da oben brauchen wir erstmal nichts. Wir wollen da einfach nur nach rechts. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir da für eine Fähigkeit gebraucht haben. Die Speicherstation überspringen wir einfach mal gekonnt. Was war hier? Ich glaube, hier war doch das mit der Kante. Ich habe doch recht. Sag, dass ich recht habe. Genau. Das habe ich gemeint. Was ist jetzt hier? Wieder ein Chozo, aber... Oh Gott, ihr macht mich fertig. Ja, gut von mir aus. Dann eben den ganzen Weg wieder zurück. Meine Güte. Wie lang können wir es wohl aus... Nee. Ich trau mich nicht. Nee. Das lasse ich jetzt erstmal. Aber was? Was, wenn ich das schaffe? Wie schnell geht mein Leben hier zur Neige? Oh, fuck. Ich glaube, jetzt habe ich megamäßig Scheiße gebaut. Komm ich hier wieder raus? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja! Super. Toll. Es gibt nichts Schöneres, als einfach mal den Pixeltod ins Auge zu sehen. Ich dachte echt, ich nippel jetzt ab. Oh Mann. Erstmal wieder verladen. Bevor ich hier irgendwas mache, komplett vollladen. Besser. So. Und auch nochmal speichern. Sicher ist sicher. Wir leben echt gefährlich hier, Freunde. Jetzt können wir nämlich außen rumlaufen. Im Endeffekt laufen wir außen rum, um genau wieder denselben Weg wieder zurückzulaufen. Ist das nicht super? Was ist da oben? Warum ist da irgendwas? Ich verstehe es nicht. Aha. Ein Zeichen für Supermissiles. Auch das verstehe ich noch nicht. Ich verstehe so vieles nicht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Denn damit bin ich ja nicht allein. Viele von euch da draußen werden jetzt genauso ratsam vor ihren... ratlos vor ihren Bildschirmen sitzen. Und sich fragen, was ich hier für einen Quark zusammenspiele. Da sind wir schon mal zu zweit. Oder zu dritt, wenn ihr das zu zweit guckt. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das irgendwie mit Leuten guckt. So, weißt du? So Public Viewing. Das wär's doch eigentlich mal. Let's Plays als Public Viewing. Das wäre mega geil. Ich glaube, das führe ich ein. Doch, bin ich voll dafür. Ah, da müssen wir oben rum. Ich vergaß, Entschuldigung. Hier müssen wir weiter nach rechts. So, damit wir da hochkommen. So, jetzt, Kinders. Aber, warte mal.
Ja, komm. Ich weiß, was ich zu tun habe. Auf jeden Fall in der Mitte stehen bleiben, dass wir ihm gleich ins Auge schießen können. Einmal. So. Gleich hinterher. Er darf das Auge nicht schließen. Wir müssen ihn so oft wie möglich abballern. Ich gucke ihm nur aufs Auge. Ich mache nichts anderes. So. Das war's. Woo! Und das, was wir dafür kriegen, ist der Charge Beam. Das ist Musik in meinen Ohren, Freunde. Halte B zum Aufladen, zum Feuern, Losladen. Charge Attack, Salto bei voller Aufladung. Der Charge Beam ist eine der mächtigsten Waffen. Wenn wir das also so gedrückt halten und damit jemand berühren, dann ist der Matsch. So, jetzt also nicht nur so rumballern, sondern eben so. Glaubt mir, der Charge Beam ist mega geil. Und wir haben den jetzt. Jetzt geht's mir wieder gut, doch. Das waren nur 3 Schüsse. Das Problem war halt immer, dass ich nicht sofort auf ihn geschossen habe. Deswegen hat das auch nicht funktioniert. Man muss sich einfach mehr trauen. Man muss einfach sofort rumballern. So, warum sind wir da eigentlich nicht nach oben weitergewandert? Gibt's da irgendwie so Eisviecher, die ich einfrieren muss? Oder wie sieht das aus? Da geht's doch weiter. Doch, das... Ah, ich glaube, hier brauche ich... Nee, Moment. Moment, Freunde. Was ich halt echt nicht verstehe, die verlangen hier tatsächlich... Also so glaube ich das zumindest, dass man das Ding hier schon drauf hat. Na komm, tau wieder auf. Stell dich nicht so an. So, dass man das schon drauf hat. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, ein mega Problem. Ich weiß gar nicht, wo ich den einfrieren muss. Ey, das klappt aber noch nicht. Ich brauche nämlich... Nee, das wird so nichts. Ich brauche hier die... Ach, wisst ihr was? Zack, zack, zack. Aber das reicht halt nicht. Ist halt das Blöde. Also ich komme jetzt zwar... Ja. Ich komme jetzt zwar nach oben, aber ich muss ja irgendwie in die Mitte springen. Und ich bin mir ziemlich sicher... Nee, das wird nichts. Okay. So. Wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Nur mit Charge Beam. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie kommen wir jetzt... Kann ich das irgendwie umschalten? Standby-Bereitschaft zum... Nein, 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 nein. Wollen wir nicht. Da steht Select-Bereich ändern, aber ich drück doch Select. Start? Ja, Start, Freunde, nicht Select. Nee, kein Plan. Auch hier können wir noch gar nichts machen. Ich werde einfach mal da runtergehen nach Krateria. Vielleicht findet sich ja irgendwie was. Oder nach Turian. Naja. Also ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ich hier einen Hardcut setzen werde. Und dass ich dann quasi nicht hier weitermache, sondern da, wo es weitergeht. Dann muss ich euch nämlich hier nicht überall rumschleppen. Und wo wir rauskommen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!